So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K14 Universe Mode. Wir sind hier stehen geblieben bei der letzten Show vor letzten NXT-Show vor Royal Rumble. Und jetzt denkt ihr euch, warum letzte Show? Ja, nächste Woche kommt keine NXT-Show, das liegt halt wegen meinem Plan, hat was damit zu tun. Das heißt, nächste Woche keine Ausgabe, außer am Sonntag, da kommt halt der Stream vom Royal Rumble. Dann sehen wir die Woche darauf sehen wir auch keine Folge. Aber dann, also dann starten wir in der zweiten Woche weiter. Ihr werdet dann schon sehen, warum ich das mache. Für mich ist das schon wichtig. Man könnte jetzt sagen, ja komm, lass es doch einfach, aber nee, für mich ist es wichtig. Ja, wir sehen hier Widow, der hier zum Ring kommt. Und ja, mal sehen, gegen wen er antreten darf. Und ja, ich konnte nur ein Match dieser Show booken, da der Universe Mode sagte, ja, du willst Matches booken? Nö. Ja, das heißt, wir haben auch keinen FCW Television Title Match, das heißt, kein Television Title Match. Und wenn es am Freitag nicht geht, dann muss ich den Titel abschaffen. Schade. Ja, und sein Gegner hier ist Austin Aries. All the way! It's Austin Aries! Ja, Austin Aries kommt hier zum Ring. Ja. Ah ja, und nächste Woche, ich werde noch nächste Woche ein Infovideo raushauen, denn es kommen ja halt keine Folgen. Dafür sehen wir aber einen 24-Stunden-Livestream. Also so als Entschuldigung, und diesmal geht's auch, die Elgato und XSplit vertragen sich endlich. Deswegen kann ich's auch endlich machen. Ja, Skype werde ich dann wie jedes Mal ausmachen. Wenn man dann mit mir reden will, dann soll man auf den TS kommen. Was wollte ich jetzt sagen? 24-Stunden-Stream mit mindestens oder höchstens 5 Live-Shows, also Host-Shows. Ich habe ja dafür eine extra Arena erstellt. Das soll so eine kleine Entschädigung sein. Die Woche nach Royal Rumble werde ich es, glaube ich, nicht machen. Vielleicht werde ich einfach so einen Host-Show-Stream machen, aber ich werde keinen 24-Stunden-Stream zweimal hintereinander machen. Also, das will ich jetzt auch schon wieder nicht machen. Aber es wird den 24-Stunden-Stream geben nächste Woche. Das steht schon fest. Und ja, Widow jetzt erstmal mit Back-Suplex sehr schön gemacht. Also könnt ihr euch schon mal in den Kalender schreiben, nächste Woche 24-Stunden-Stream. Ich werde es nicht am Wochenende machen, das liegt wegen dem Royal Rumble. Das liegt am Royal Rumble so. Die meisten haben zwar dann vielleicht noch Schule und so, können dann halt nicht den ganzen angucken, aber manche haben ja dann schon Ferien wie ich. Oh, Austin Aries kontert. Und Widow, was macht er hier? Ein Belly-to-Belly-Slam. Und jetzt hier der Leg-Drop. Sehr gut gemacht. Ein Leg-Drop hier von Widow. Und nein. Oh, nee. Der ging daneben. Oh, schöner Leg-Drop hinterhergesetzt. Schön gemacht von Widow. Der auch mal wieder hier erscheint. Und ja, was wollte ich sagen? Am Montag, also nächste Woche Montag, kommt der erste Part oder ist das erste Video auf dem neuen, also die erste Review auf dem neuen Kanal ist auch eine Review von mir. Mal sehen, ob ich so einen Teaser hochladen werde und dann das Video verlinken werde oder ob ich einfach nur das Video auf den Zweitkanal lasse. Den Zweitkanal könnt ihr finden, Game Decoy Reviews, also ist ein Kanal von mir und Decoy, wo wir dann halt Reviews machen. Ist auch eine Livestream, ist auch ein Livestream Replay drauf, von FIFA von der FIFA Weltmeisterschaft 2006. Wen es interessiert, kann sich das ja mal angucken. Da werde ich auch mehr streamen als auf meinem normalen Twitch
Der Twitch Hitbox Account. Jetzt erstmal ein Vertical Suplex von Widow. Das Cover hinterher. One, two, nein. Nur bis zwei. Und was macht Widow jetzt? Was macht Widow? F5! Der F5. Aber Widow, der ist noch nicht fertig hier. Der ist noch nicht fertig mit Austin Aries. Der ist auf jeden Fall noch nicht fertig mit Austin Aries. Nein, der Kick, der geht erstmal daneben. Austin Aries kontert. Ah, ob das jetzt eine so gute Idee war, Austin Aries nicht da den F5 zu pinnen? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Und Konter von Austin Aries. Was macht jetzt... Nein, Roaring Elbow geht daneben. Jetzt hier, Widow mit dem DDT. Sehr gut gemacht. Und Widow verspottet hier Austin Aries. Der Dropkick geht daneben. DDT, sehr gut gemacht. Und was macht er jetzt? Tiger Suplex! One, two... Kickout. Der Kickout. Und jetzt! Und jetzt! Powerbomb! Langblower! Und das war's jetzt aber. Das Cover. One, two, three. Widow besiegt Austin Aries. Ja, er wollte hier Austin Aries einfach mehr Schaden zufügen, als er schon gehabt hatte. Wie auch immer. Weiß, was ich sagen wollte. Ja, und ich habe auch ein Nachfolgerprojekt oder ein kleines Nachfolgerprojekt für dieses Projekt. Ja, dazu werde ich, glaube ich, was im 24-Stunden-Stream machen. Ja. Das soll aber jetzt nicht so gut also, sein, Mr. Das, denn Cold ich warte auf Cabana. Deswegen, darüber habe ich ja in den letzten zwei kann man sich Wochen schon denken, was schon ich mache. Zu aber ich würde einfach sagen, wir sehen uns gleich wieder. Nicht, bis gleich. Dass ich mich dir nochmal vorstellen muss. Trotzdem bereite ich dir diese Ehre. Ich bin Jack Enforcer. Ein Hashtag Hijacker. Und mich pisst es an, dass jemand wie du das Recht hat, in so einer Liga wie der FCW zu sein oder sogar die European Championship zu halten. Denn du, mein lieber Colt, bist nicht mehr als ein armseliger Comedy-Catcher. Und immer, wenn du auftrittst, tun mir die Augen weh. Und jetzt kommst du mit deiner bescheuerten Maske und nimmst dein altes Image wieder an, was mich eh null interessiert, weil deine gesamte Karriere nichts wert ist. Also lass mich jetzt mal zum Punkt kommen. Und zwar fordere ich für den Royal Rumble Pay-Per-View meinen verdienten Title-Shot ein. Doch da ein normales One-on-One-Match ja viel zu langweilig wäre, will ich ein TLC-Match. Dabei werde ich dich und dein dummes Getanz und alles, was bei dir sonst noch lächerlich ist, ein für alle Mal erledigen und dich vom Comedy-Catcher zu Comedy-Ketchup zerstampfen. Ich werde mit dem Titel über dir stehen und kann behaupten, du bist Hashtag Hijack. Ja, so, ich hoffe, jetzt geht alles. Ja, Elgato sagt so ein bisschen, nee, will ich jetzt nicht, aber okay, ich hoffe, es geht jetzt. Ja, wir sehen hier Tyson Kidd, der jetzt zum Ring kommt. Ich hoffe, dieses Match ist nicht asynchron, aber es ist ja eh ein Match, was ich nicht selbst gebockt habe, deswegen ist es mir auch egal. Ich kann ja eh nichts dafür. So, Tyson Kidd ist hier im Ring. Ja. So, und jetzt. Wer kommt nun? Wer kommt nun? Oh! Ja, es ist der Golden Standard. Shelton Benjamin. Oder bei New Japan Shelton X Benjamin. Ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Es funktioniert alles. Es geht alles so. Ja. Shelton Benjamin gegen Tyson Kidd könnte ein gutes Match werden, obwohl ich es nicht selbst gebockt habe. Danke nochmal an die Universe Mode. Ja. Okay. Here we go. Tyson Kidd gegen
German Benjamin und German Suplex. Fängt ja schon mal schön an. Ja, erstmal ein Punch. Und German Suplex. Sieht immer irgendwie komisch aus, dieser German Suplex. Aber okay. Und Kruzifix mit Cover. Aber da kickt nochmal Shelton Benjamin aus. Oh. Also Shelton Benjamin zeigt dir schon mal Konter in diesem Spiel, die ich noch nie in diesem Spiel gesehen habe. Sehr gut. Das Match gefällt mir jetzt schon. Endlich mal neue Animation. Das braucht dieses Spiel. Oh, Front Missile Dropkick hier von Tyson Kidd. Und Tyson Kidd ist oben. Und, ah, nee, der Blockbuster wird hier gekontert. Das hätte hier schon das Ende sein können. Der Blockbuster. Aber okay. Jetzt erstmal der DDT. Side to Muffet. Oh, ne. German Suplex. Und, nein. So, was? Och, nee. German Suplex. Aber mitten auf den Nacken. Also, Shelton Benjamin macht hier Brock Lesnar Konkurrenz. Ich weiß nicht, wie viele German Suplexe er hat schon waren. Oh, ja. Das ging auf jeden Fall daneben. Och, komm. Kruzifix, sehr gut. Und, na, schade. Ich dachte, ich könnte jetzt einfach so einen Dropkick zeigen. Aber nee, das Spiel will's nicht. Das Spiel will's nicht. So, DDT hier erstmal von Tyson Kidd. Oh, Springboard. Oh, der Crossbody, der ging daneben. Und der Kick ging daneben von Shelton Benjamin. Oh, Kruzifix. Und jetzt ist Tyson Kidd oben. Tyson Kidd ist oben. Bams. Springt erstmal daneben. Sehr gut. Und Standing Moonsault. Sehr gut gemacht hier von Shelton Benjamin. Und nein. Oh, schöner Enzugiri. Schöner Enzugiri. Nein. Armdrag. Sehr gut. Nein. Und German Suplex. Ja, ja. Jetzt ein Jawbreaker und der Kruzifix wieder. Die Kruzifix, wie auch immer. So, jetzt Shelton Benjamin. Nein. Tyson Kidd war oben. Jetzt Shelton Benjamin kontert hier. Und der Kick, sehr gut. Von Shelton Benjamin. Und jetzt zieht er ihn in die Mitte. Was macht er jetzt? Cover. One. Nein, 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 nein. Nicht nach so einem Kick. Nicht so. German Suplex. Ja, ja. Und T-Bone. T-Bone. One, two, nein! Der kickt dann noch Maus aus den T-Bone Suplex. Oh, ja, das war's. Komm. Jetzt will Shelton Benjamin es schon beenden. Und, oh, der Kick, der saß. Willst du mich verarschen? Nein. Nicht nach diesem Kick. Say it to my face. Und jetzt. Konter! Was ein Konter hier von Tyson Kidd. Oh, no. No. Was macht er hier? Double Unhook. Suplex. Oh, nee. Und Standing Moonsault hier von Shelton Benjamin. Tyson Kidd ist doch schon K.O. Oh, Northern Lights. One, two. Na, 2,9. 2,9 und er kickt nochmal Tyson Kidd aus. 2,9 und er kickt Tyson Kidd aus. Oh, was macht denn hier Tyson Kidd? Oh, der Dropkick. Der Dropkick. Und was macht er jetzt? Oh, oh. Oh, Shiranui. Oh, und Tyson Kidd. Tyson Kidd, Tyson Kidd, Sharpshooter, 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 wird hier Shelton Benjamin tappen müssen, wird hier Shelton Benjamin tappen müssen, Shelton Benjamin, du bist fast am Seil, du bist schon am Seil, ja, Shelton Benjamin ist am Seil und kann sich nochmal so retten, aber jetzt, German Suplex, holy shit, das war's,
Cover. Bei 1. Bei 1. Nicht dein Ernst. Der kickt einfach aus den German Suplex bei 1 aus. Und jetzt... Nein! Konter hier von Shelton Benjamin. Und jetzt... Jumping Complete Shot! Jumping Complete Shot, das war's! Das war's! 1, 2... Was?! Da kickt er wieder aus! Er kickt wieder aus! Er kickt wieder einmal aus! Aus dem Jumping Complete Shot. Und jetzt... German Suplex, das war's. Komm, das war's. Irish Whip. Oh, Stinger Splash. Jetzt, was will denn noch Tyson Kidd auskicken? Jetzt will er es aber beenden. Komm, beende es. Nein, Konter. Konter. Von Tyson Kidd. Konter von Tyson Kidd. Oh, der Kick. Und jetzt. Nein, Eye-Poke. Eye-Poke. Und was macht jetzt Shelton Benjamin? Nein, Konter von Tyson Kidd. German Suplex. German Suplex. Und jetzt. Jetzt. Nein, wieder ein Eye-Poke. Willst du mich verarschen? Was, wie viele Eye-Pokes wollt ihr denn noch zeigen? Nein, der ging daneben. Und jetzt, Camelklatsch aber im Seil. Der Camelklatsch im Seil. Und jetzt, German Suplex. German Suplex. Und Jumping Complete Shot, das war's. Das war's. Cover. 1, 2, 3. Da kickt auch ein Tyson Kidd nicht mehr aus dem zweiten Jumping Complete Shot aus. Ja, das war's. Shelton Benjamin besiegt Tyson Kidd in, ja, recht gutes Match. Also, das Match war schön. Also, da dachte ich schon hier, 1, 2, und dann kickt er aus den Jumping Complete Shot aus. Das ist doch nicht sein Ernst. Dann hier der German Suplex gefolgt mit den Jumping, gefolgt vom Jumping Complete Shot und dann war es einfach Ende. Dann konnte auch ein Tyson Kidd nicht mehr aufstehen. Wäre da nochmal rausgekommen, dann hätte ich einfach alles, verloren. Dann hätte ich einfach keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht mehr. Ich hätte dann meinen Glauben an die Menschheit verloren. Dass ein Tyson Kidd aus 2 Finisher ausgehen kann. Ja, ja. Aber okay. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Match wieder. Bis gleich. So. Ja, wir sehen hier die NXT Tag Team Champions, die Usos. Und ja, sie müssen heute ihre Tag Team Championships... Tag Team Championships verteidigen. Denn beim Pay-Per-View werden die kein Match haben. Also kein Tag Team Championship Match. Und da nach Royal Rumble keine NXT Show stattfindet, sondern erst in der zweiten Woche, haben wir einfach gesagt, komm, machen wir das Team Match einfach jetzt. Und ja, mal sehen, gegen wen die Usos kämpfen müssen. Ich bin gespannt. Ja. Die Usos kommen hier zum Ring. Die Tag Team Champions, sie haben die FCW Originals abgelöst und ja. Ja. So, und die Gegner sind die Wyatt Family. Die Wyatt Family gegen hier die Usos. Und mal sehen, gegen wer hier als Sieger rausgehen wird. Und warum hat sich mein Spotify geöffnet? Danke Spotify. Sehr geil. Ich hoffe, meine Aufnahme läuft noch, denn da traue ich nicht. Der Elgato. Nicht so wirklich. Komm,
Willst du mich verarschen? Fuckt mich gerade so ein bisschen ab. Ein kleines bisschen. Ah, es läuft alles noch. Okay, hier für die NXT Tag Team Championships. Ja, ja. Ja, ja. So, hier, da sind die Titel, um die es hier geht. Und ja. Mal sehen, wer gewinnen wird. Ich bin gespannt. Die Wyatt Family gegen die Usos. Wir werden es sehen. Es geht los. Die Usos hier gegen die Wyatt Family und das Paket der GT erstmal zu Beginn. Daneben. Sehr gut. Dann hätten wir das auch geklärt. Oh, Uppercut. Hätten wir das auch geklärt. Und ja. Oh, Backbody Job schon wieder. Na, jetzt. Nee. Nee. Ein Belly-to-Belly Slam, sehr gut. Und ein Leg Drop. So muss man es machen. Nicht anders. Oh, Uppercut. Und jetzt erstmal ein Irish Whip. Und ein Samoan Drop. Oh, ja, jetzt erstmal. Oh, der Handkantenschlag hier von den Usos oder von Jey Uso. Oh, der Leg Drop, der geht hier erstmal daneben. Und Eric Rowan rennt hier in den Armdrag rein. Gibt hier Jey Uso den Eye Poke. Aber rennt hier mitten in den Uppercut rein. Nochmal ein Uppercut hier gegen Eric Rowan. Und jetzt gibt's hier den Backbody Drop. Die Clothesline, die ging gerade ein bisschen daneben. Jetzt ein Headbutt. Und oh, Superkick. Also die Usos hier mit einer schönen Taktik hier. Sie müssen ja irgendwie den Riesen bezwingen können, deswegen. Jetzt hier erstmal. Oh. Was macht denn der jetzt? Nee. Konter von Eric Rowan. Und der Headbutt. Und jetzt tritt hier Eric Rowan hier den Uso weg. Und Jey Uso einfach mit dem Uppercut. Und, oh, Bulldog! Bulldog! Ja, jetzt. Nein, Konter hier und jetzt geht hier erstmal Luke Harper zu Boden. Ja, Irish Whip in die Ecke, die, der wurde aber gekontert, der Irish Whip. Und Uppercut hier von Jimmy Uso, der Superkick, der geht daneben. Und von Jey Uso, sorry. Jimmy Uso, nee, warte. Wer ist jetzt eigentlich legal im Ring? Bam, Uppercut. Also, Jimmy Uso ist legal im Ring und Jey Uso nicht. Jey Uso ist jetzt, Jimmy Uso. Nee, Jey Uso ist legal im Ring und Jimmy Uso nicht. So rum. So, und jetzt hier erstmal die Kicks. Oh, oh. Ezugere und Superkick. Sehr gut. Ja, und jetzt hier. Bams, sehr gut. Elbow. Drop. Jetzt hier ein Eye-Rake und ein Overhead Belly-to-Belly Suplex. Oh, Backbody Drop. Und beide Usos lagen gerade. Aber jetzt haben hier die Usos wieder Eric Rowan im Griff. Und Bams. So hält man Eric Rowan einfach vom Tag ab. Ist auch ziemlich wichtig. Denn wenn er jetzt in diesem Zeitpunkt zu Luke Harper taggt, dann kann er ziemliche Folgen haben. Deswegen immer schön vom Partner weghalten. Und was machen sie denn jetzt? Oh, Man and Drop, Big Boot! Was ist denn das denn von den Usos gewesen? Nein, Konter jetzt. Und nein. Uppercut. Nein, Konter. Nein, Konter. Nein, Konter. Und jetzt der Tag. Jetzt der Tag. Das, was sie nicht wollten.
Der Tag hier zu Lucapa. Und, oh, was ein Konter. Was ein Konter. Und jetzt der Baba Buster. Oder der Butt Buster, wie auch immer. Interessiert mich nicht, wie ihr ihn nennt. Und jetzt der Splash. Der Splash hier gegen Luke Harper. Aber leider liegt auch der Uso. Der Uso ist im Ring, aber nein, Luke Harper steht schon wieder auf. Ja, Luke Harper bekommt einfach zwei Finisher ab. Richtig krass. Und was macht Luke Harper? Luke Harper auf dem Top Rope. Elbow, nein! Geht erstmal daneben. Kann man sich jetzt denken, was ist mit ihm los? Und Eric Rowan haut hier einfach auf den... auf Jey Uso hier drauf. Und... ja. Und was macht hier Jimmy Uso? Oh, der Leg Drop. Und jetzt hier ist er auf dem Top Rope. Leg Drop! Zwei Leg Drops hier. Ja, und Jimmy Uso... der lässt sich hier erstmal feiern. Und nein, der Big Boot, der geht daneben. Und ja, gut gemacht, Jey Uso. Oh, jetzt der Headbutt, sehr gut. Das war eine gute Aktion. Nein. Jetzt hier erstmal ein Irish Whip. Und jetzt vielleicht hier ein Chop gegen Luke Harper. Und ja, du hättest nicht deinen Bruder schlagen dürfen, Idiot. Ja. Nein. Oh, da rettet hier aber nochmal der Uso seinen Bruder. Und jetzt nie hier. Da rettet hier Jey Uso seinen Bruder. Nee. Und bam, Headbutt. Sehr gut. Und was macht jetzt Jimmy Uso? Elbow. Oh, Jimmy Uso! Jimmy Uso! Und BAMS! He's on fire! Ja. Was macht der hier? Ich habe keine Ahnung. Und ein Tag zu seinem Bruder. Und was macht der? Oh, nicht schon wieder der Manhattan Drop mit den Big Boot! Und der Uso geht hier direkt auf Top Rope. Und der Diving Crossbody! Komm! One! Two! What the fuck? What the fuck? One! Two! Nein! Oh, und jetzt blutet erstmal Eric Rowan. Oh, Small Package. Was zur Hölle war das? Was zur Hölle war das? Ich habe keine Ahnung. Und Headbutt. Was zur Hölle war das? Jetzt ein Hot Tag bei den Usos. Bams, da liegt erstmal Luke Harper und da liegt auch Eric Rowan. Und was macht der Uso? Superkick! Superkick! Big Boot! Big Boot! Big Boot! Und jetzt der Uso! Flying Uso! Nein! Konter von Luke Harper! Konter von Luke Harper! Till with Backbreaker! Und jetzt nimmt hier erstmal Luke Harper die Usos auseinander. Jetzt hier Eric Rowan hat's auf den nicht legalen Uso abgesehen, aber doch! Chokeslam! Nein! Er rettet ihn! Er rettet ihn. Oh, da hat er Glück. Oh! Da kommt er mit dem Body Splash, aber gegen den falschen Uso. Ja, ja. Und was macht... was? Victory Roll! Victory Roll, aber nein! Du kannst es nicht gegen den... du kannst es nicht als nicht legaler Mann machen. Gegen einen legalen Mann. So, Leg Drop. Und jetzt vielleicht... Leg Drop, der geht aber daneben. Und jetzt Hot Tag bei der Wyatt Family. Also die Wyatt Family, die kann auch langsam nicht mehr. Nein, Konter hier direkt von den Usos. Oh, und jetzt blutet auch Eric
Eric. Jetzt blutet auch noch Luke Harper. Und... Ah, oh, der Headbutt, der geht daneben. Und... Bam, Bulldog. Oh, der Superkick, der geht daneben. One, two. Na, ah, 2,9. 2,9. Und jetzt Headbutt. Und was macht der Uso? Nein, der Uso fällt einfach aus dem Ring. Aber jetzt der Handkantenschlag hier gegen Luke Harper. Und jetzt wartet der Uso einfach nur, bis Luke Harper steht. Oh, und da kommt der auch noch angeflogen. Da kommt er einfach angeflogen. Flying Uso und so. Bam, Superkick. Superkick. Und jetzt der Uso auf dem Top Rope. Und Body Splash. Nein, Luke Harper. Die Saudi kontert auch alles. Und jetzt der Body Splash. Nein. Da war nochmal sein Bruder da. Und jetzt hier die Double Team Aktion. Und da regt sich der Uso auf. Oh, ich hab den German Suplex verpasst. Fuck. Der sah krass aus, der German Suplex. Obwohl ich ihn nicht gecallt habe. So habe ich jetzt nachgeholt. So. Und jetzt Eric Rowan. Eric Rowan Chokeslam. Nein. Da haben die Usos was dagegen. Und Bans Face First. Oh, Samoan Drop. Samoan Drop. Und ja. Pump it up. Ja, ja. Rikishi und so. Oh, Discus Clothesline, Discus Clothesline, Headbutt. Ja, ja, der Uso rettet seinen Bruder. Denn sie wollen nicht hier heute die Titel verlieren, nicht wirklich. Und was machen sie jetzt? Oh, Running STO. Und Superkick, Superkick. Und wenn er den jetzt kontert, dann weiß ich auch nicht mehr, was man machen muss, um ihn zu bezwingen. Bams! Und er sitzt. Das Cover. 1, 2, 3. Und Luke Harper wurde besiegt. Alter. Der kontert auch jeden Scheiß. Ist nicht sein Ernst. Ist doch nicht sein Ernst. Da nochmal hier. Die Uppercuts, ey, das ist doch nicht dein Ernst, da das Cover 1, 2 und dann kickt er nochmal bei 2,9 aus. Was ist los? So, nochmal hier der Facebuster, der Double Facebuster hier gegen Eric Rowan. Und dann geht der Uso nur noch auf den Top Rope, wartet, bis sein Bruder draußen ist und BAMS! Springt er nach draußen und trifft Luke Harper. Eric Rowan fliegt über die Stahltreppe und das war's. Die Usos verteidigen ihre NXT Tag Team Championships in einem richtig schönen Match, kann man sagen. Und ja, es fehlen noch zwei Matches auf der Card. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja. Willkommen zurück hier zu dem vierten Match hier bei NXT und wir sehen hier Dennis, der zum Ring kommt und ja, Dennis hat ja so eine kleine Rivalität mit Tyler Breeze und ja, mal sehen, ob er heute gegen Tyler Breeze wieder antreten darf oder ob er gegen einen anderen antreten darf. Vielleicht kommt ja Tyler Breeze mit uns ans Commentary Table. Wir wissen es nicht. Ich würde einfach sagen, lassen wir den Gegner rauskommen. Wer ist es? Es ist natürlich ist es Tyler Breeze. Aber das überspringen wir. Sonst bekomme ich wieder Stress mit der GEMA. Ey, du darfst das nicht. Und darauf habe ich keinen Bock. So, Tyler Breeze hier gegen Dennis und es beginnt schon mal richtig gut. Spinebuster hier von Dennis. Ich glaube, Tyler Breeze hat beide Matches gewonnen. Ja, Tyler Breeze hat beide Matches gewonnen.
Also von den beiden. Und mal sehen, ob er jetzt hier das letzte Match hier vor dem Pay-Per-View auch noch gewinnt. Ich gehe mal davon nicht aus, denn Dennis hat auch irgendwann mal die Schnauze voll und will auch mal, ja, die Taktik hinter Tyler Breeze mal hintergehen, wie auch immer. Und ja, wir haben gerade den Super Beauty Shot gesehen, einfach so ein Top Rope Beauty Shot. Richtig krass von Tyler Breeze, was er hier zeigt. Und jetzt schon wieder der Top Rope Beauty Shot. Undercover One. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass er es hier mit Ben will. Oh, Belly to Belly Slam. Also, ja, das Tag Team Match, das war gerade richtig cool zwischen der Wyatt Family und hier die Usos. Der Tag Team Title Match war recht gut. Und ja, Tyler Breeze ist jetzt entkommen sozusagen. Ja, ich werde aber auch noch in ein Extra-Video sagen, also ich werde im Extra-Video nochmal die Infos rausbringen zu dem 24-Stunden-Stream, was dort alles stattfindet. Und ja, das wird halt noch in dieser Woche kommen, entweder am Donnerstag, Freitag nach der FCW-Ausgabe oder am Samstag. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht am Sonntag kommen wird, denn das wäre viel zu kurz. Ich gehe mal davon aus, dass es Donnerstag oder Freitag kommt. Deswegen könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. So, jetzt Tyler Breeze. Erstmal kommt er mit seinem Knie vorangesprungen. Und ja. Nee, Spinebuster. Zu den Live-Shows, da will ich auch noch ein paar Infos in ein Extra-Video rausbringen, welche Superstars bestätigt sind. Und so weiter. Ne? Ja, der Finger von Leglock, der saß gut, recht gut, ja. Und Kruzifix, sehr schön. Was macht Tyler Breeze jetzt? Was macht Tyler Breeze jetzt? Shining Wizard! Der Shining Wizard hier. Und jetzt geht hier Tyler Breeze auf den Top Rope. Aber nein, Konter von Dennis. Bam, sehr schön. Dieser Move, der saß perfekt. Das Cover One. Nein, da kickt nochmal Tyler Breeze aus. Tyler Breeze nimmt Anlauf und oh, mitten in den Big Boot. Da wusste er, dass er den Beauty Shot zeigen wollte. Mitten in den Big Boot. Und jetzt hat Dennis Blut geleckt. Jetzt weiß er, was er machen muss. Oh, Beauty Shot gekontert auch noch. Jetzt rastet aber Dennis richtig aus. Jetzt rastet er richtig aus. Jetzt hat Dennis richtig Bock. Oh, Gutkick. Und jetzt Dennis. Oh, Mega Driver. Und jetzt kann er es wirklich schaffen. Besiegt der Tyler Breeze endlich mal. One, two. Kick out. Es wäre auch zu schön gewesen. Oh, was ein Big Boot. Und das Cover. One, two. Nur bis zwei. Aber das hätte es jetzt sein können. Dann würde es, ja, es, so, dann würde es zu Royal Rumble 2 einstehen und dann könnte er Dennis beim Royal Rumble da 2-2 machen. Aber okay, dann wäre es sogar noch wahrscheinlicher, dass dann bei Elimination Chamber die Fehde enden würde. Keine Ahnung, mal sehen, oh, wieder ein Kruzifix. Und jetzt hier Tyler Breeze am Top Rope. Oh, Frogsplash, aber nein! Die Knie waren angewinkelt. Und, oh, der Slingshot. Ja, Tyler Breeze ist ja jetzt Face durch den Heel-Turn von Dennis. Er war schon auch vorher Face, aber jetzt ist er auf jeden Fall Face. Ja, und jetzt zieht er in die Mitte das Cover. One, nein. Und oh, Spinebuster! Ich weiß nicht, ob ich auch die Replays von den Live-Shows hochladen werde. Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Mal sehen. Es wird auf jeden Fall keine Ahnung wann sein. So, jetzt erstmal ein, oh, schöner Back-Suplex. Und ja, die Live-Shows zählen auf jeden Fall nicht zu diesem Universe-Mode mit, also sind zwar schon Bestandteil davon, aber oh, da kickt er nochmal aus.
aber werden nicht als Universe Mode Part angesehen, deswegen geht's normal weiter dort, wenn halt der Royal Rumble fertig ist, dann geht's halt bei der normalen Zeit weiter. Back Suplex, one, nein. Und jetzt, Shining Wizards! Jetzt vielleicht. One, two, Kick out. Der Kick out hier. Und nein, Dropkick gekontert. Und Dennis ist on fire. Dennis, nein. Konter von Tyler Breeze. Jetzt. Beauty Shot, das war's. Benz. Der saß perfekt, das war's. Rope Break. Da ist er nochmal im Rope Break. Und boah, schöner Dropkick hier. Und Tyler Breeze wartet jetzt, bis Dennis aufsteht. Er will es, glaube ich, so beenden, weil, wie ich es denke. Ah, oh, Beauty Shot! Super Beauty Shot gekontert! Super Beauty Shot gekontert! Und noch einer, aber nein, der Gegner nehmen das Cover. One, two. Das hätte es sein können, das hätte es wirklich sein können. Oh, Spinebuster! Spinebuster, da kontert er den Beauty Shot wieder einmal. Es ging, glaube ich, nur einer durch. One, nein, Kickout. Hä? Warum habe ich jetzt... Hä? Das verstehe ich nicht. Warum habe ich auf einmal den Finisher? Fuck that Bullshit. Dream Street. Und Winds of Change. Also Dennis, der legt hier jetzt richtig los. One, two, nein. Was macht Dennis jetzt? Oh, die Schläge hier von Dennis, die gefallen mir so gar nicht. Spinebuster! Und ja, Dennis. Was macht Dennis jetzt? Oh, Dennis. Dennis will's hier beenden. Mit dem Neckbreaker. Pump in den Neckbreaker. Das Cover. Nein, nur bis 1. Dann no-sell er den Finish... no-sell er den Signature, den Pump in den Neckbreaker. Nicht den Finisher. Und... Beauty Shot! Beauty Shot! Das war's! Beauty Shot, der saß perfekt! Der saß jetzt aber perfekt! Das war's! Komm, cover ihn, das war's! Was? Schon wieder im Rope Break! Schon wieder im Rope Break! Jetzt aber mal auf den Apron! Und jetzt... Tyler Breeze mit den Sunset Flip Powerbomb. Mit der Sunset Flip Powerbomb. Und jetzt Frog Splash. Aber der ging, glaube ich, daneben. Der ging daneben. Beide liegen. Wenn jetzt beide ausgezählt werden, nein. Da steht Dennis wieder auf. Und nein. Ah, oh, nee. Konter hier von Dennis. Der Ref ist bei 5. Bei 4. Gleich ist aber jetzt ist er bei 5. Was wollen sie denn noch zeigen? Was wollen sie zeigen? Beauty Shot! Beauty Shot, das war's! Das war's aber nach dem dritten One, Two, Three! Und nach dem dritten Beauty Shot gewinnt Tyler Breeze. Meine Fresse, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Einfach aus dem Nix kommt der Beauty Shot. Da nochmal der Kickout hier. Hey, das ist doch nicht dein Ernst. Da der Pump in den Neckbreaker, da hätte ich auch gedacht, das ist hiermit wahr. Aber nein, da kriegt er nochmal aus. Dann hier der gekonterte Finisher-Versuch, also der Omega Driver. Und dann sehen wir jetzt die letzte Szene. Da geht er weg. Bams, Beauty Shot mitten ins Gesicht. Und das Cover 1, 2, 3. Dennis hat schon wieder verloren. Und ich glaube jetzt nicht, dass er beim Royal Rumble gewinnen kann. Und was macht Tyler Breeze? Tyler Breeze! Der tritt nochmal nach! Das war so eine Rache für die Unsportlichkeit. Ich verstehe jetzt nicht, was hier los ist. Ich verstehe es einfach nicht. Sie hassen sie einfach beide abgrundtief. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Match wieder. Bis gleich. Ja, jetzt sind wir hier beim Main Event und wir sehen hier den European Champion. Ja, Colt Cabana. Und wir haben die Ansage von Jack Enforcer gehört.
Früher am Abend. Ja, später am Abend, keine Ahnung. Halt früher, vor dieses Match. Was ist los? Oh. Okay. Ja. Tyler Breeze. Tyler Breeze hat gewonnen, ja. Colt Cabana kommt jetzt zum Ring. So, das wollte ich sagen. Mal sehen, ob hier Colt Cabana gewinnen kann. Und gegen wen kämpft er jetzt eigentlich? Oh! Okay. Colt Cabana gegen... Oh! Heath Slater! Slater Gator! Heath Slater gegen Colt Cabana. Ja. Heath Slater gegen Colt Cabana. Mal sehen, wer gewinnen wird. Mal sehen. Heath Slater ist fast im Ring. Ist im Ring. Jetzt. Wie er nochmal rockt, das wollen wir nicht sehen. Ja. Und es geht los. Colt Cabana gegen Heath Slater. Und mal sehen, wer gewinnen wird. Ich bin gespannt. Und Heath Slater konnte jetzt mal Colt Cabana aus. Ja, Colt Cabana. Der European Champion. Und mal sehen, ob Colt Cabana hier diese Challenge accepted. Ob er hier beim Royal Rumble gegen Jack Enforcer antreten wird. Also verdient hätte es ja Jack Enforcer. Aber ich glaube nicht, dass Colt Cabana so drauf Bock hätte. Ich weiß ja nicht. Wir werden es sehen. So, jetzt erstmal ein Irish Whip und der Dropkick, der geht daneben. Oh, ja. Die Clothesline. Da hat er ihn ein bisschen falsch getroffen. Oder komisch, oder wie auch immer. So, Slayer. Oh! Schöner. Ja, was war es? Flying Forearm. Das war das Wort, das ich brauchte. Flying Forearm. Und jetzt... Oh, schön. Schön. Oh, ja. Neckbreaker. Und... Oh, ja. Backbody Drop. Und... Was macht der hier? Er geht aus dem Ring. Jetzt geht er auch Heath Slater aus dem Ring. Und... Jetzt ein Irish Whip. Ja, Heath Slater. Nicht so der beliebteste, da ist Colt Cabana eher beliebter. So, Neckbreaker. Und ja, noch ein Neckbreaker. Jetzt, oh, was macht Heath Slater da? Der ist doch verrückt, der Typ. Und ja, Heath Slater. Muss jetzt langsam auch in den Ring, geht er auch. Und Neckbreaker hier gegen Colt Cabana. Und noch ein Neckbreaker gegen Colt Cabana. Die Clothesline, die geht daneben. Backbody Drop. Nein. Oh, I Rake. Und jetzt zieht hier erstmal Colt Cabana ihn von den Beinen. Und das Cover and Tear. One, nine. Nur bis 1. Nein, was macht hier Colt Cabana? Was macht hier Colt Cabana? Was macht er hier? No. Bams. Oh, Elbow. Und... Oh. Impaled DDT! Und was macht... Nein. Konter. Und... Oh, Russian Leg Sweep. Und jetzt Heath Slater on top of Elbow und aufs Cover.
One, two, ah, kick out. Und jetzt, was macht der? Gar nichts. Was macht der? Snake Eyes. Und Irish Whip. Und, ah, oh, holy shit. Ja, Elbow. Nee. Oh, Heath Slater jetzt auf dem Top Rope. Sehen wir auch nicht so oft. Na. Und Konter von Heath Slater. Und jetzt, was macht Heath Slater da? Irish Whip? Nein, erstmal in die Ecke. Oh, der Dropkick geht da daneben. Das Main Event, der geht ja länger als ich dachte. Und was macht Heath Slater da? Heath Slater da, Mann. So. Der Ref, den Ref mal außerhalb des Rings zu sehen in einem nicht Force Can Anywhere Match. Auch mal interessant. Jetzt hier Airplane Spin hier von Colt Cabana. Und, oh, wow, was war denn das? Bossman Slam. Was war denn das? Nein, Flapjack, sehr gut. Und ja, was macht Heath Slater da? Er wollte anscheinend nur den Counter abbrechen. Ja, was macht Heath Slater jetzt? Irish Whip von Colt Cabana. Und was macht Heath Slater? No! Victor Roll! One, two! Nein, umgedreht! One, two, umgedreht! One, two! Na, kick out! Ich dachte, das wär's jetzt mit der Victory Roll. Ich dachte, das wär's jetzt. Und Neckbreaker. Und Gutkick. Oh, DDT! Was war das denn für ein DDT? Was war das denn für ein DDT? Und jetzt, was macht Colt Cabana? Nein, Armdrag hier von Heath Slater. Und ein Konter von Heath Slater, Konter von Colt Cabana, Konter von Heath Slater, Konter von Colt Cabana. Und jetzt hier die Powerbomb, nein, schon wieder der Armdrag. Schon wieder der Armdrag. Ist doch nicht dein Ernst. Konter von Colt Cabana. Und jetzt, oh, Schoolboy, one, two, three. Heath Slater besiegt Colt Cabana. Was zur Hölle? Heath Slater besiegt Colt Cabana. Nach einem Einrollerpin. Und da ist Jack Enforcer und sagt, ich will deinen Titel haben. Und Colt Cabana sagt, komm, wenn du kämpfen willst. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt Challenge accepted ist. Dann sehen wir also beim Royal Rumble Jack Enforcer gegen Colt Cabana. Ich hoffe, wir sehen uns im 24-Stunden-Stream nächste Woche und dann natürlich auch beim Royal Rumble. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann einfach bei der nächsten FCW-Ausgabe. Ciao, Leute, und haut rein.